Ja, natürlich ist es ein positives Gefühl. Das bleibt, das ist ganz klar. Die Mannschaft hat gestern das mit großer Disziplin und großem Engagement ganz, ganz gut gemacht. Und deswegen haben wir natürlich alle ein sehr positives Gefühl gestern mitgenommen. War schon ein kurioses Spiel, haben Sie auch noch nicht wahrscheinlich so häufig erlebt, oder? Ja, es war ein intensives Spiel, kurios halt mit den 2 Elfmetern natürlich und mit der langen Zeit, in der wir in Unterzahl waren. Aber natürlich ist es dann ja umso schöner, wenn du mit so großen Widerständen so ein Spiel überstehen musst. Und das hat die Mannschaft dann wirklich richtig gut gemacht. Sie sind keiner, der groß dann hadert mit den Entscheidungen, die der Schiedsrichter da getroffen hat? Das bringt ja nichts. Ja. Wir haben ja die Situationen gesehen. Brauchen wir auch nicht weiter kommentieren. Da kann sich jeder sein eigenes Bild draus machen. Natürlich hart für uns gewesen, klar. Aber wenn du dann solche Situationen überstehst, ist es ja dann nochmal mehr wert, aus so einem Spiel noch so rauszukommen. Sie hatten gestern einen Torwart in der Kiste, der gut gehalten hat, sehr gut gehalten hat, unter der Woche geheiratet hat. Hat das irgendwie was miteinander zu tun? Weiß man nicht. Ich glaube nicht. René trainiert ja gut. Und also gut reicht nicht für die Leistung, sondern es war wirklich sehr gut. Und wir müssen uns überlegen, ob man jetzt jede Woche da irgendwie einen Termin ansetzen, montags für ihn. Aber hat er hervorragend gemacht, ja. Hat es Sie groß gestört bei allem, was man positiv sagen kann, dann über die Einstellung der Mannschaft, dass man sich in 90 Minuten dann eigentlich nicht eine einzige Torchance rausgespielt hat? Das sehe ich komplett anders, weil wir das Spiel in 2 Teile unterteilen müssen. In die erste Phase bis zur roten Karte. Da habe ich eine halbwegs Chance gesehen für Gladbach, eine Eindringen von uns in den 16er vom Gegner, da war also beide Mannschaften haben sich da taktisch fast egalisiert. Und danach war, ist es ja klar, du spielst gegen die heimstärkste Mannschaft der Bundesliga, spielst gegen eine fantastische Truppe, egal wer da auf dem Platz steht. Und dass du dann natürlich erstmal weiter in die eigene Hälfte gedrängt wirst und das Spiel viel schwerer ist, natürlich auch zu kontrollieren von Gladbach. Ich finde trotzdem, dass wir es bis 10 Minuten vor Schluss da auch richtig gut gemacht haben. Aber dann natürlich in der Endphase das eine oder andere zu viel zugelassen haben. Und dann auch das notwendige Glück in den letzten Phasen hatten. Aber auch da gab es immer wieder die Chance, noch, wenn wir den letzten Ball noch sauber reinstecken, ja, dass dann ein Spieler von uns vielleicht sogar noch mal alleine aufs Tor zuläuft bei Gladbach. Also wir waren zwar nicht mit der Abschlusschance versehen, dass wir dann aufs Tor geschossen haben, aber die Ansätze, ja, die waren gut. Und deswegen, wie gesagt, mit 10 Mann hatte ich nicht erwartet, dass wir unglaublich viel aufs Tor bringen bei Gladbach. Also war es so die Ansprache für die Mannschaft, Gratulation ihrerseits an das Team? Ja, natürlich. Ja. Großes Lob. Aber auch nicht überbewerten. Großes Lob, gutes Gefühl mitnehmen, die Energie von dem Spiel mitnehmen in die Woche rein. Wir haben auch eine fantastische Unterstützung gehabt von unseren Fans. Das war unglaublich. Das war schon der erste Schritt in Berlin, wo die Mannschaft, wo die Leistung der Mannschaft honoriert wurde und gestern wieder. Und das hat die Mannschaft auch gespürt. Und auf das hoffen wir natürlich jetzt auch und das brauchen wir auch in den Heimspielen, die jetzt, oder das Heimspiel, das jetzt kommt, dass wir da wirklich dann mit 50.000 im Rücken so eine Partie angehen können. Jetzt müssen Sie ein bisschen puzzeln wahrscheinlich in der Woche. Innenverteidigerposition, ist das schon eine Überlegung oder? Nein, ich habe ja davor schon auch immer überlegt. Ja, weil es ist ja klar, dass wir auf der Position nicht üppig besetzt sind von der Anzahl der Spieler. Eine Überlegung war tatsächlich, wenn man das Ekdal spielen könnte. Natürlich ist Gidi auch ein Spieler, der es spielen kann. Wir müssen schauen, was da am besten passt dann für nächste Woche, wie wir uns da aufstellen. Aber wir hatten ja schon auch so ein bisschen damit gerechnet, dass so eine Situation mal kommen kann. Frankfurt sind auch gut drauf, danach Köln sind auch gut drauf, aber das sind Trainer, das geht man halt an, wie es kommt. Es ist ja tatsächlich so, dass wir dieses Spiel von gestern heute auch mal erstmal noch ein bisschen laufen lassen sollen. Ja. Und nicht so weit jetzt schon wieder bis Frankfurt denken. Ab morgen befasse ich mich dann mit dem nächsten Gegner. Aber weiter wie bis zum nächsten Gegner denke ich dann sowieso nicht. Und wie sieht denn so ein Sonntag bei Ihnen aus? Also schon mit Fußball, ne? Ja, jetzt gehe ich nachher mal direkt zur U21 und schaue dann noch. Spielen ja 2 Spieler von uns heute. Und dann wird man sehen, was da noch alles passiert heute. Es sind ja, glaube ich, noch 2 Spiele.
und schauen, was wir brauchen können oder vielleicht auch noch was anschauen, was anderes. Schönen Sonntag. Ja, danke. 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 Wenn ich kurz noch zwei Fragen nachschieben darf, Sie haben ja eben schon gesagt, lange Busfahrt auf dem Weg zurück. War denn trotzdem zumindest zu Beginn, als die Länge noch nicht absehbar war, die Stimmung ganz gut, sodass Sie vielleicht auch gemerkt haben, Mensch, dieses Ergebnis hat gut getan? Ja, die Stimmung war die ganze Zeit über gut. Die ist ja jetzt auch gut, das ist ja klar. Ja? Wenn du so ein unglaublich schwieriges Spiel dann erfolgreich gestalten kannst. Aber natürlich ist es körperlich nicht optimal, ja? Wenn du 5,5 Stunden dann im Bus sitzt, steigst du erstmal aus wie ein Fragezeichen, wo heute erstmal alle gerade richten, die Spieler, und dann uns wieder so vorzubereiten, dass wir wieder vernünftig trainieren können. 5 Spiele, kein Tor. Da steht jetzt im Moment über die oder einen Grund. Gestern haben Sie auch schon gesprochen, das ist klar, der ganz andere Charakter des Spiels. Aber 5 Spiele ohne Tor, ist das schon ein Fund für eine Mannschaft? Nein. Warum nicht? Ja, weil solche Dinge, Sie kennen mich doch schon ein bisschen. Interessiert mich tatsächlich nicht. Ja. Ich bin jetzt 2 Spiele da. Wir haben ein gutes Spiel gemacht in Berlin. Und wir haben gestern eine herausragende Leistung gebracht in diesen schwierigen, mit den schwierigen Umständen, die dort waren. Und dass wir gestern keine 5 Tore schießen, das war mir dann klar. Aber wenn wir 11 gegen 11 gespielt hätten, hätten wir gestern schon getroffen.